Los Ratten, verrichte euer Tagewerk. Einer ist tot. Ach du heilige Scheiße. Noch mehr Ratten. Tötet sie. Soll ich endlich mal eine Granate reinwerfen? Ich glaube auch, oder? Nee, Granate. Jetzt haben sie mich. Das ist pures Massaker. Ungewollt. Das war wirklich ungewollt. Das war nicht mal annähernd so geplant. So eine Scheiße. Eine Dienerin. Ich weiß, dass du hier vor Welt. Right behind you. Hier im Nebenraum, wie kommt man denn da rein? Sieht mir eher nach einem Geheimraum aus oder so. Da hinten ist eine kleine... Also hier ist wirklich alles so weit ruhig im Moment. Ein Kronleuchter. Bin ich denn hier jetzt gerade gelandet? Aufseher, eher so. Aufsehergesang. Granate. Jetzt bin ich im Erdgeschoss. Oh nein. Ne, ich glaube, das... Oh, ein Artefakt, das ich mir ein Stück näher gerückt, gefühlterweise. Das war nicht wirklich klug von mir. Jetzt zeig dir was. Nein, Leute. Ich bin der schnelle Dieb. Ich bin nicht weg. Ich hab dich nur geköpft. Okay, okay. Zum Sender. Ja, so schnell kann das gehen. Hey, kann ich durch. Nein, mit meinen Sprungfähigkeiten kannst du mich nicht töten. Ich kann aber nicht töten. Jetzt
haben wir es fast geschafft. Wir gehen viel stylischer hier hoch als sonst. Aber weil wir es können. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage in Schmutz und Sucht verbringen, obdachlos und ohne Arbeit um Geld bettelnd, für das unsereins Haaren schuften muss. Und der Plan war einfach. Die infizierten Ratten vom pandisianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eigenleben, versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krank und dann begannen die Leute festzustellen. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ich wusste, die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen und selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben. Eine Kaiserin zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne, Abschiebung der Kranken. Sie haben fast die Stadt zerstört. Es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht oder einen toten Arbeiter. So. Damit wäre das Spiel gefühlterweise durchgespielt. Keine Ahnung, ob es wirklich doch, ob das jetzt die letzte Mission war. Wie gesagt, es würde mich teilweise enttäuschen. Diese Kackfische! Okay, wo ist der Walker? Wo ist der Herr Jolly Walker? Ich komm nochmal mit. Okay, das schaffe ich. Oh! Yes! Bitch! Einfach von oben runtergesprungen, das funktioniert wirklich. Wie geil, dass das geklappt hat. Leute. Ich hab's geschafft, Junge. Alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Hauptpitzpub? Missetat begangen. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Yes! Eine Runde und ein Knochenartefakt übersehen. Ein Gemälde nicht gefunden und nur sehr wenig Geld eingesammelt. Das gab auch nicht wirklich viel Geld. Okay. Das ist nicht das Positivste, was ich mir erhofft habe. Eine Mission folgt wohl noch. Achtung, Bürger von Dunmore. Hast du jemanden umgebracht? Wie viele? Als Lordregent bekannt, wischt nicht länger im Amt. Was ist los? Unrechtmäßiges Regime ist vorüber. Geschafft.
Der Lord Regent ist Geschichte. Leb wohl, Hiram Burrows, die durchtriebene Schlange. Das Gesetz ist nun dehnbar und unsere Taten straffrei. Wir finden den Attentäter Dowd, der die Kaiserin getötet hat. Dann können Sie Rache nehmen. Wir müssen Ordnung in das Chaos bringen. Das Militär wird dazu beitragen. Martin kontrolliert die Aufseher. Und Sie, Trevor, kümmern sich um die Angelegenheiten im Parlament. Lord Trevor Pendleton für Sie. Ohne mich haben Sie keinen Einfluss. Die Edelleute würden Sie in der Luft zerreißen. Verzeihen, wir sind angespannt. Sie sind fertig. Unsere Arbeit beginnt. Die Krönung wird improvisiert. Dennoch muss sie vorbereitet werden. Wir übernehmen das meiste, aber die Sicherheitsfrage bleibt. Emily ist den Mördern ihrer Mutter ausgeliefert. Ich bezweifle ein zweites Attentat. Doch Sie müssen auf alles gefasst sein. Mhm. Das stimmt. Ruhen Sie sich aus. Besuchen Sie Piero und machen Sie sich bereit. Für den Notfall. Auf Corvo. Den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Irgendwie... Haben Sie Emily auch geistlich erzogen? Die sieben Gebote? Die Litanei der Weißen Klippe? Ich... Nein. Dazu bin ich nicht qualifiziert, Aufseher. Hoher Aufseher. Sie sollten sie zu mir schicken, bald. Sie ist verzogen, selbst für eine Kaiserin. What the fuck? What the fuck? Sie hat mich! Oh mein Gott, ist das niedlich! Oh mein Gott, habt ihr gerade diesen Stimmungswechsel gerade gesehen? Eieieiei, der ist ja hammerhart. Ich will keine Angst mehr haben. Wenn ich Kaiserin bin, werde ich Angst und Schrecken bringen. Genau wie du, Corvo. Scheiße, jetzt nicht beispielsweise. Mein Urgroßvater eroberte die Insel. Er wurde vergessen, hat Callista erzählt. Das gefällt mir nicht, Corvo. Alle streiten sich. Ach du Scheiße. Neulich sah ich, wie Emily sie ansieht. Weiß sie, was sie getan haben? Die Pendletons, Lady Boy. Ich glaube, irgendwie weiß sie, was in ihrem Namen getan wurde. Ich glaube auch. Der Orden ist korrupt. Doch solange das so bleibt, kann ich ihn kontrollieren. Das Tagebuch war ein Geschenk. Zuerst mal zu Piero. Soll ich etwas für Sie zusammenbauen? Bitte doch. Ich brauche ganz viel Munition anscheinend. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl gerade. Ein richtig ungemütliches Gefühl. 20. 20. Und... ein... ja. Komm. Okay. Mein Genie. Wir haben eine Spur von Feuer und Blut hinterlassen, nicht wahr? Das habe ich seit meinen Tagen in der Akademie nicht mehr gesehen. Okay, ich habe anscheinend wirklich das really, really bad ending. Oh, scheiße. Also, Emily wird herrschen als total asoziale Kaiserin anscheinend, weil die total böse ist und was sich getan, dass ich alle Menschen verumbringe, wenn ich Lust habe. Ich sag nur, das Massaker haben wir mal da im Beul. What the fuck? Ich steuere nicht mehr. What the hell? Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lordregenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben.
Sie achten auf die Leiche, Samuel? Yes, sir. No. Warum ich meinen Hals für Sie riskiere, keine Ahnung. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis, Corvo. Sie haben mich beobachtet, aber nicht genau genug. Vielleicht überleben Sie. Ich verstehe, warum Sie sie hintergangen haben. So viele Leute mussten für die Sache sterben. Das sind Staatsverbrechen. Vielleicht glauben Sie, Emily nicht kontrollieren zu können, wenn sie in ihrer Nähe sind. Da könnten Sie recht haben. Ich verfrachte sie auf ein Boot und dann muss ich selbst verschwinden, bevor sie mich töten. Das kommt als nächstes. Ergibt den meisten Sinn. Wenn Sie Glück haben, wachen Sie auf und finden einen Ausweg aus dieser Stadt. Wenn nicht, dann leben Sie wohl. Oh, come on! Das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Okay.